Langstrecke der Männer. Das Finale heute 16 Uhr. Mit der Sonnenbrille Philipp Flieger im Trikot der LGT Finanzregensburg. Dahinter mit der 21 der zweite Philipp, nämlich Philipp Bahr, der deutsche Halbmarathonmeister aus dem letzten Jahr. Das zweite Mal hoch jetzt auf den Berg. Wir sind immer noch in der sogenannten 1,8 Kilometer langen Einführungsrunde. Drei Jungs, die beiden Philipps werden ergänzt um Carsten Meyer. Der Achtplatzierte der deutschen Meisterschaften über 10.000 Meter 2016. Er, der Frontmann der LG Braunschweig. Im Moment auf Platz 3 und vorne geht richtig die Post ab. Das Feld jetzt langgezogen. Und gleich haben die Jungs, die ersten drei, die Führenden, die Einführungsrunde absolviert. Unsere ersten drei haben sich jetzt schon abgesetzt von der Position 4. Das heißt, hier vorne ist noch alles offen. Hier wird sich weiter belauert. Wir sind in der dritten Durchlaufrunde, wenn man das so sagen darf. Und so richtig will den Philipp da vorne keiner ablösen. Er sorgt nach wie vor für die Pace, sucht sich die Ideallinie aus. Also hier ist richtig Ausdauer gefragt auf der Langstrecke. Kurzer Schrauber hier nach dem Graben bei Tobias Scheidel, der sich hier so langsam vorarbeitet auf die Position 5. Die vier Durchlaufrunden sind jetzt absolviert für die Führenden und Philipp Flieger vorne weiter für das Tempo, während Philipp Bahr etwas knautschen muss. Philipp Bahr muss jetzt etwas tun, um nicht von hinten vom Tim noch geschluckt zu werden auf der Runde Nummer 5. Philipp Bahr hat sich vorne nach seinem Einbruch, der dann doch sehr, sehr plötzlich kam, für einen Ausstieg entschieden. Wir haben 16.25 Uhr und das Finale ruft die letzten zwei Runden Männerlangstrecke. Also hier ist auch noch nichts entschieden zwischen Gold und Silber. Ein starkes Rennen hier auf Position 3. Der Tim, jawohl. Philipp Flieger hat eine Lücke gerissen zum Carsten, aber der liegt auf Silber. Komm, Kämpfer, Junge. Das Ding holst du dir, die Silbermedaille 2018. Da kommt er, der Sieger nach 2017, auch 2018. Einmal rechts rum. Philipp Flieger legt vor für seine Mannschaft und gewinnt hier überlegen in 31:06 für die LG Telis Finanz Regensburg. Der Zeitplatzierte mit einem ganz starken Rennen. Carsten Meyer, willkommen im Ziel. Für die LG Braunschweig und auch der Dritte kommt ins Ziel, freut sich zurecht. Jawohl, nimmt sie alle mit. Tim Rahm-Dahmer im Ziel, Bronze und der zweite Mann von Regensburg.